Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic. Wir reden jetzt mal mit Tego und sagen ihm, dass wir die Liste dabei haben und alle Fürsprecher auch haben. So. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. So, und wie ist es mit meinem Ansehen? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Das habe ich vergessen. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Nick gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Wie steht's, ja? Aber... Mach's gut. Ich lade trotzdem immer nach, weil ich, ich weiß nicht, ob man das danach nochmal jetzt machen kann. Aber ich möchte doch nochmal die andere Mission, also Mission, den anderen Quests auch mit Skatty machen. Damit wir wirklich alle Quests gemacht haben. Ich bin mal gespannt. Wie heißt er? Karim ist der von neuen Lager. Wie heißt der Typ denn? Der übt gerade drin. Kirgo heißt er, genau. Bin mal gespannt. Ich bezweifle aber, dass wir das schaffen, aber wir können es ja mal ausprobieren. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ich höre nicht mehr. Nein, das Gefahr. Ich will gegen dich kämpfen. Jetzt. Wie du willst. Ich bin bereit, wenn du es bist. Klar, dass das Ärger gibt. Lass uns kämpfen. Also bist du los. Bereit? Folge mir. Was? Ich glaube, es geht noch gar nicht los, oder? Versuch das nicht nochmal! Mist. Ich glaube, es ging noch gar nicht los. Immer wieder dieselbe Leier. Also ich glaube, muss man diesen Quest machen? Man muss ihn natürlich nicht machen, aber ich weiß, ich kann man das auch später machen. Prüfung des Vertrauens, hier Aufnahme altes Lager. Skatty. Skatty, der Arenameister, wird von mir beeindruckt sein, wenn ich einen der Kämpfer fordere. Nein. Steck die Waffe weg! Ich gehe mal kurz hier hin. Ist jemand da? Nö. Okay, abgebrochen. So. Okay, Pfanne. Läuft da jemand rum? Ich habe das Gefühl, dass jemand auf dem Dach rumläuft. Ha. Hätte recht gehabt. Hey du! Was schleichst du da rum? Gar nichts. So, okay. So, Truhe öffnen. Und nun, hauen wir da alles Erz rein, damit er uns das nicht nehmen kann. Ich gebe denen doch nicht 400 Erz, das ist ja verrückt. So, ich speichere auf sicher. Nicht, dass das Erz danach irgendwie weg ist. Das wäre... wäre das Höchste. Das Höchste wäre das. So, Kirgo.
Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Nein, ich will gegen dich kämpfen. Jetzt. Wie du willst. Ich bin bereit, wenn du es bist. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Ich glaube, das ist der. Ich kann doch gar keinen Schaden machen. Das ist ja doof. Versuch das nicht nochmal! Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so ein Pech. Kein Herz. Doof. Lass uns lieber raus. Aber als für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Komm, steh auf. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Butlerzucht. Wahrscheinlich hast du recht. Immer wieder dieselbe. So. Verlass dich auf jemanden. Schwert? Du bist verlassen. Ist da. Nee, da. Der letzte. So, damit Sketti aber beeindruckt ist, müssen wir, glaube ich, noch gegen Kirgo kämpfen. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast dich besiegen lassen. Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich durch dein Versagen beeindruckt bin. So, Karin, wie sieht's mit dir aus? Da muss ich gar nicht mein Leben aufladen. Der haut mich wahrscheinlich mit einem Schlag sowieso weg. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Das ist so ein cooler Gothic-Spruch. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Okay, ich möchte trotzdem das Leben aufladen. Es geht hier ganz einfach mit dem Bett einfach. Einfach nur, damit ich sehen kann, ob der uns wirklich mit einem Schlag weghaut. Aber ich glaube es ja schon, ne? Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ein neuer Tag. So. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay, braucht zwei Schläge. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Der hat ja nicht mal Erz dabei. Dabei nicht. Aber im geheimen Bankvorrat, Truhenvorrat von Sketti, ich glaube, das ist Skettis Haus, gibt's schon was. Komm, steh wieder auf. So, Butlerzucht. Und jetzt sagen wir mal, gucken wir mal, was Sketti sagt. Sketti, so. Ich bin gegen Karim angetreten. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Okay, damit haben wir diesen Quest auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht war, dass ich das gemacht habe. Vielleicht hätten wir ja noch später gegen die kämpfen können und dann hätte man gegen die gewonnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man jetzt nochmal gegen die kämpfen. So, alles Gold. Nehmen wir wieder mit.
Dann schlafe ich nochmal. So, dann werden wir doch wohl erst in der nächsten Folge Schatten werden. Aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. So, ich rede nochmal mit denen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ende. Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Okay, auch nur Ende. Wie sieht es mit dir aus? Okay, naja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir eben erst in der nächsten Folge mit Diego reden. Aber so schlimm finde ich das jetzt, wie gesagt, nicht. Sieht mich hier so jemand? Kann ich beklaut werden? Warum? Hey, du. Kann er nicht beklaut werden? Was schleichst du da rum? Naja, egal. Da ist wieder Torus, finde ich gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Ciao.